Ah. Tja, der erste Tag auf Pandora. Meine Frau ist nicht sehr glücklich über den Umzug, aber es wird bestimmt alles gut. Jetzt beginnt unser neues Leben. Verkaufen. Nein, 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 nein. Die geilen Sachen behalte ich schön. Ja, meine Frau ist tot. Einfach nur, meine Frau ist tot. Marianne wurde von einem riesen Skag namens Carr gefressen. Ich werde sie bestatten mit Ladyfinger, der niedlichen kleinen Waffe, die ich für sie gemacht hatte. Und dann nehme ich Rache. Du bist nicht umsonst gestorben, Marianne. Das verspreche ich dir. Hätte das schon mal was mit ihr was? Ich bin mein Bein gefressen. Ich bin vielleicht ein blinder, verkrüppelter Witwer, aber deswegen ist nicht alles verloren. Ich habe welche getroffen, die die Kammer gesucht haben. Hab ein paar Mal den Ich sehe euch später Witz gerissen, aber die haben es nicht kapiert. Oh, und ich habe eine alte Nachricht gefunden, die ich vor ein paar Jahren von Hyperion gekriegt habe. Hab sie in der Ecke versteckt. Oh. Rackscheiße Banditen! Naja, warten. Wird schon alles gut gehen. Bonu? Mr. Baha, wir von Hyperion finden die Entwürfe für ihre Wave Rifle derart gelungen, dass wir beschlossen haben, sie uns anzueignen. Unsere Auftragskiller sind auf dem Weg zu ihnen nach Isolus. Unter uns, Mr. Baha, ich würde Ihnen raten, das Sonnensystem zu verlassen, ehe Sie eintreffen. Super, das wollte ich hören. Wenn du jetzt die geraubten Waffenpläne zurückbringst, bekommst du die erste Waffe, die mein Onkel mir je gab. Was wird das sein? Eine Wave-Gun. Ja. Dann ist das wohl eher die Aussage, die erste Waffe, die er uns je gab. Vielleicht hat er ihr auch gegeben. Solltest du die geheimen Unterlagen der Hyperion Corporation wiederbeschaffen, werden wir dir mehr bieten als Mr. Bahas Nichte. Zum Beispiel eine schöne Hyperion-Ausrüstung. Hör nicht auf diese Hyperion-Diebe. Wir wissen beide, dass mein Onkel Gerechtigkeit verdient. Und ich biete dir die erste Waffe, die Onkel Teddy für mich gebaut hat. Ah, hier ist ein Überrest noch, zur Info. Na was? Was für ein schöner Tag. Einfach in der Sonne Lust wandeln, in meinen Echo-Recorder quatschen und hoffen, dass mir keine Skags auflauern und meine Waffe vierteilen und fressen. Genau das passiert gerade. Ah! Uff, Skags haben eine Waffe gefressen? Schwer zu sagen, welches von den hässlichen Viechern sie hat. Geh einfach auf Skagjagd und hoff das Beste. Ich glaube, wenn schlecht, wenn alle Skags tot sind. Warum? Do. Ja. Shit happens, bro. Also kurz gucken auf die Journal, Log, Onkel Teddy? Schicke die Pläne Una und? Was steht da genau jetzt nochmal drinne? Okay, Hyperion. Ein Una wäre dort. Wenn ein Hyperion. Ach, ganz hinten. Zu Una. Eben. Danke. Hyperion wird Milliarden an Anwaltskosten blechen müssen, wenn das vor Gericht geht. Tut mir Dynamic? Leid, oh! Sorry. Mein Fehler. Dynamic Ladies. Und hier ist eine Waffenkiste. Dieser Ladyfinger kann richtig böse zustechen. Hi Roland. Ich weiß dein Angebot nach Sanctuary zu ziehen zu schätzen, aber ich habe ziemlich viel Kram hier in Firestone. Sanctuary hört sich ja wirklich nett an, aber Firestone ist mein Zuhause. Ich habe mich entschieden, wenn ich sterbe, dann in der Stadt, in der ich geboren wurde. Firestone. Achtung, Eingriff von Firestone. Oh, Scheiße. Das hast du davon. Wenn ich's mir so überlege, Achtung, Vorsicht, Vorsicht. Wann kannst du mich frühestens abholen?
Pass auf, hier kommt ein richtig, richtig, richtig harter Gegner, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da kommt er. Wo seid ihr denn? Da ist er. Da will ich vorstellen, der kleine Saturn. Ach, der kriegt doch gut Schaden. Dennoch ist er groß. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt hole ich mir noch meinen Turret raus. Er ist ein Badass. Wie er im Buche steht. Gott, er muss sogar zugeben, er ist ziemlich groß. Aber er kommt nicht runter. Lass es runtergehen, glaube ich. Ansonsten haben wir ein Problem, nämlich. Wegen Loot und so? Ja. Hierher, my friend. What the fuck? Mega cool. Boah, los, Turret, zusammen schaffen wir das. Oh oh. Ich heil uns mal ein bisschen. Ach wieso, ich mach den kaputt wie noch was. Ich meine ja nur. Der hat schön viel Iridium dabei gehabt. Was denn für... Wo investiere ich jetzt nächstes von Skill her? Ich habe jetzt schon unerbittlich auf Maximum. Oh ja, Exekution. Das kann auf jeden Fall nützlich werden noch. Wieder. Data Mining, wollen wir das denn machen? Oder wie? Da müssen wir ein extra Dungeon. Gebiet doch mal rein. Hungrig wie ein Skag vielleicht? Nee. Ein Deckcan. Erstmal, würde ich mal sagen. Alter, was du alles noch für Quests hast, ey. Chris. Ja und? Ach übrigens, wisst ihr noch, wo wir sind? Stadtgebiet! Ja. Yay! Das hatte ich schon gesagt, du Honk. Meine Güte. Haben wir hier nicht auch diesen Claptrap bekämpft? Oh. Nein. Ja. Okay, heute irgendwelche Kandidaten, Angel? Da wären vier Schatzsucher, die vor ein paar Stunden mit einer Fähre angekommen sind. Sie fahren mit dem Bus nach Firestone. Ausgezeichnet. Sag ihnen Folgendes. Habt keine Angst. Bleibt ganz ruhig und lasst euch nicht anmerken, dass jemand mit euch ist. Okay. Und jetzt steigt aus dem Bus aus. Der Bus fährt noch, Sir. Halt den Mund. Sag sie das. John, wieso haben Sie einen unserer Satelliten nach Pandora entsandt? Was tun Sie? Aber Sir, die Energiesignale, die meine Instrumente zu Hause von Pandora empfangen, sind... Sofort raus da, oh, oh. Dieser kleine Amateur, und schalte diesen Satelliten ab. Leute? Jawohl, Sir, tut mir leid, Mr. Kessler. Ja? Wird nicht wieder vorkommen. Hilfe. Unbeutelzwergtechniker, wie niedlich. Ja, und wie schnell kaputt. Der wollte Mitspracherecht haben, von wegen. Verpiss dich. Mitspracherecht, so weit kommt's noch. Firestorm Population. Null. Inzwischen? Ja. Er ist mir verpflichtet zu sagen, dass er kein richtiger Arzt ist und er verarztet mich jederzeit. Okay. Bestimmt. Ernsthaft? Wir müssen zurück dafür. Ja, danke. Bitte. Hallöchen, ja, ein bisschen wenig Skeks. Wir waren zu fleißig. Ja, wir sollten wohl erstmal das Gebiet wechseln. Oder das hier machen. Nee, das ist denn die Hauptquest und die wollten wir. Achso, dann lernen wir Jack weiter kennen. Okay. Karte, aktuell siehst du dich mal. Danke. Nicht du hast Karte, meine Fresse. Da stimmt doch was nicht. Wieso? Weil bei mir Firestone nicht auf der Karte angezeigt wird. Es ist ja auch der Arid Nexus Badlands. Badlands heißt es ja Ding auch. K-
Chris. Oder meinst du, dass das Gebiet von Firestone nicht auf der Karte ist? Genau. Ja, das ist bei mir auch noch so. Das ist bei mir auch noch nicht aktualisiert. Ich weiß nicht, wo ich dahin muss, dass das Ding mal aktualisiert. Deckung! Ja gut, du kannst nicht mit meinem Attack Speed mithalten. Bei Radade, Skill Tree, des Berserkers geht's immer um das Berserken. Du wirst nie wieder mit nur einer Waffe feuern wollen. Oh yeah. Oh lala. So Jack, dann verrat uns mal deine Geheimnisse. Ich scheiß auf Jacks Geheimnisse. So, ja, also ich bin ein Weichei, ich schlafe mit einem Teddy. Ach ja, mein Hobby ist eigentlich der... Mein Lieblingscharakter aus Horrorfilmen ist eigentlich der Pedobär. Dam, dam, dam! Wer schlägt da dieses ernsthaft, das Ding bei einem Wreck? Ich meine, ernsthaft? Wie es ausschaut, ja. Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden Sie nicht? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt kein hässliches Wort. Es ist ein geiles Wort. Erpressung. Sagen wir es zusammen. Erpress. Oh, fahren Sie zur Hölle, John. Nur weil Sie mit Ihrer Vermutung in puncto Pandora Glück hatten, heißt das nicht, weil ich recht hatte, meinen Sie wohl. Und sagen Sie Jack zu mir, Idiot. Sie konnten vielleicht die anderen Direktoren einschüchtern, damit sie ihre Anteile abtreten. Aber ich kenne sie. Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser, kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tessiter, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen Burgen und Erdrosseln? Freizeit. Aber respektabel, er ist ein absoluter Badass, der Kerl. Trotz all dem und so. Jack. Warum? Weil Baum. Ja. Sperrfeuer! Eine Kugel wird treffen. Wow! Alter, wollt ihr mich verarschen? Da fliegt schon wieder Zeug da. Da fliegt wieder Zeug auf euch zu. Ja? Uah! Alter! Der XP-Loader ist. Wir haben Minimum ein Dutzend Mitarbeiter durch Angels Funktionsstörungen verloren. Wir müssen sie aus dem Verkehr ziehen. Ihre Frau hat das bereits vorgeschlagen, ehe sie verschwinden. Jimmy, notiere bitte. Ich erdrossle Mr. Morin, weil er meine Frau erwähnt hat. Wirkt Mr. Morin? Nein, nein, Jimmy. Würgen. Zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Da ich aber Mr. Morins Luftröhre mit meiner Uhrkette zerquetsche, ist Erdrosseln der treffende Begriff. Bitte. So. Steht heute sonst noch etwas auf der Tagesordnung, Jimmy? Ich heiße Jeffrey, Sir. Und nein. Danke, Jimmy. Na dann. Die Drinks gehen auf Handsome Jack! Ach übrigens, hier ist Hyperion Blood... Chris? Was? Hier ist Hyperion Truth Broadcasting, ist hier. Ich habe glaube ich, bin ich hier. Oder? Müsste hier sein. Ja. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Wo ist wer? Ich muss gucken. Okay, wir müssen jetzt zurück. Nee, du sagtest was von irgendeinem Broadcast. Ja, Hyperion Truth Broadcasting ist hier. Und was ist das? Ja. Sender von Hyperion, der die ganze Zeit nicht die Wahrheit sagt. Propagandistische Sender von Hyperion. Ach so. Und weiter? Nichts und weiter. Er ist hier. Aha. Und Fun Fact.
Naja, kein Funfact wirklich. Wichtig später. Hä? Wirst du sehen. Wirst du sehen. Man muss es nicht verstehen. Nom 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 nom. Das ist so schön, sich einfach mal selber zu heilen. Wie selbst heilen? Ach, mit Schießen? Nö, einfach so, wenn Schild voll ist. Echt? Hast du einen? Stimmt, da war ja was, ja. Ich heile mich selber. Da war ich. Ist bei mir doch genauso, wenn man Magazin voll ist. Ich geh schon mal rein. Mach doch. Boing. 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 Mein neuen Skill ist dazu. Mein Schild voll ist, regel ich. Schön mein Leben.